Wir können die Jasmin dazu nehmen. Ich weiß nicht, ob die in einem YouTube-Video bei sein will. Okay. Und außerdem hat die aktuell ein bisschen gesundheitliche ihre Probleme, die ich jetzt hier aber nicht weiter erläutern werde. Alles gut. Aber ich weiß... Oh fuck, wer hat sie gefragt und ich weiß nicht mehr, wer es war? Ich weiß es wirklich nicht, weil... Es war auch jemand, den ich kenne, natürlich. Ich weiß, dass einer noch Minecraft spielt, aber der spielt All the Mod. Also der wird wahrscheinlich an. Bestimmt All the Mod 6 oder was meinst du? Oder ja, was meinst du? Also mittlerweile das Neueste. Ich kenne auch jemand, der All the Mod spielt, der streamt das sogar, ja. Ja. Aus meiner virtuellen Spedition einer. Naja, auf jeden Fall, er wird wahrscheinlich bei Vanilla nicht dabei sein. Ansonsten fällt mir gerade echt keiner ein, den man damit reinnehmen könnte. Egal, wird sich ergeben. Die Sache ist, man muss halt auch gucken. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn man auch mal so irgendwie mal special-technisch jemanden mit einladen, so, weißt du? Warum halt nicht? Das bringt ja auch nochmal eine kleine Besonderheit noch mit sich. I mean, zur Not, die Zuschauer, die schon länger dabei sind, schreibt mal eure Bewerbung einfach unten in die Kommentare. Ja, okay! Okay, hier ist Crying Obsidian. Ne, Crying Obsidian bringt uns für ein Portal nichts. Was? Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wer mich mal gefragt hatte und ich komme auf den scheiß Namen nicht, ey. Was? Hier ist ein Wüstentempel? Weiß ich nicht, haben wir irgendwo hier... Oh, cool, wenn du einen Wüstentempel hast, wenn du reingehst, nicht auf die Druckplatte kommen. Dir vorher die Druckplatte dann abreißen. Also bei 267, 2340. Guck mal nach. Entweder hab ich den schon gelootet, das siehst du ja, wenn das Ding schon offen ist. Und wenn du reingehst, bitte nicht mittig, sondern am Rand und bitte am Rand auch runter, weil wegen der Druckplatte, ne? Weißt du ja. Hier ist auf jeden Fall Sand. Also I guess der hochgebauter Sand? Ja, dann war ich da schon. Ja, zumindest ist hier das TNT weg. Ja, dann, ja, weil normalerweise wäre da TNT. Okay, du hast aber nicht. War das Ruhrgamer? Oh, ich weiß nicht, ob das Ruhrgamer war. Mein Mod und im RP jemanden, mit dem ich auch RP zusammen hatte. Aber den hätte ich gerne auf den neuen Server auch. Aber ja, du scheinst das hier schon gelootet zu haben. Ja. Es war noch nicht ich mein, alles, aber. Jasmin schaut ja hier diese Folgen ja sowieso. Also, hey Jasmin! Weiß nicht, bei wem du das zuvor siehst. Hast du Bock mal bei einer Aufnahmesession dabei zu sein? Die würde nur 2 Stunden gehen, aber wenn es bei dir Gesundheit nicht klappt, können wir gerne auch kürzer treten, nur du würdest halt nochmal Survival spielen. So. Orientierungssinn. Vorbei. Okay. Never mind. Ich suche gerade mal einen scheiß Lavafluss. Ich hoffe, ich finde irgendwann mal einen. Was ist das denn? Kleine. Was ist das kleinste Savannendorf, was ich hier gesehen habe, oder was? Ah. Ja, gut, hier überlebt also kein Villager bei denen. Wie gesagt, eventuell hast du ein Bett mit, by the way? Ich habe immer ein Bett mit, ja. Okay. Eventuell könnte man nochmal Tom fragen. Hat vor kurzem, gestern oder vorgestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, hat er Teststreams gemacht. Der versucht sich gerade wieder ins Streamen, das habe ich gesehen. Weil der wird bei mir, der wird ja auf dem Community Discord von Frosch und mir, wird er ja angealertet bei mir, wenn er live geht, logischerweise. Und der hat Teststreams gemacht. I mean, wenn er natürlich Bock drauf hat, so, why not?
But es kann aber auch gerade sein, dass er sich erstmal ein bisschen ranfuchsen will, dass das bei ihm wieder alles läuft. Ich weiß ja nicht, warum er den Teststream gemacht hat. Das kann man aber nachfragen. Also das ist, man kann wirklich fragen. Ich weiß nicht, ich habe mit Tom aber schon länger jetzt groß keinen Kontakt mehr gehabt. Tito, das ist irgendwie eingeschlafen. Das ist, ja, leider ja. Ich weiß aber nicht, ob ich, also ich habe aber Tom noch bei mir im Handy. Ich weiß aber nicht, ob er die Nummer geswitcht hat. Ja, Dito. Bei mir sieht man ja, wenn man den Kanal verfolgt, ich mache mittlerweile definitiv auch über meine Streams ein bisschen mehr. Naja, also, ich habe zum Beispiel jetzt Valheim gemacht, weil es halt interessant. Der Wald ist bei mir verbuggt, aber gut. Wie der Wald ist bei dir verbuggt? Naja, der Wald sieht gerade komisch aus. Okay, was auch immer. Geht weiter. Du warst mitten im Reden. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ein bisschen Variation. Genau, Variationen reingepackt in meine YouTube-Sachen. Das hat man jetzt bei Valheim zum Beispiel gesehen. Ansonsten habe ich jetzt League ein Beauty hochgeladen. Ich werde auch auf dem Stream jetzt wahrscheinlich viel mehr League spielen und da auch ein bisschen variieren. Unter anderem werde ich auch übrigens, glaube ich, mal irgendwann EFT spielen. Was? EFT. Escape from Tarkov. Ach, EFT, ja. Ich hab B verstanden. Nein, EFT. Und ja, dementsprechend hab ich halt da echt jetzt mittlerweile versuche ich von dem RP-Ding wegzukommen und ein bisschen zu variieren, was ich alles hochlade und alles. Ich schätze, ob ich von RP komplett weggehe, weiß ich noch nicht. Ich rätsel da bei mir noch. Aber mir hilft die kleine Pause gerade. Ich hab's halt gemacht, weil ich im Endeffekt mein einziges Content, was ich irgendwie gebracht habe, war ja RP. Und das war dann teilweise so extrem. Ich habe hier übrigens ein Lava-Ding gefunden. Schön! Ja, ich suche noch. Ich hab. Also, weil ich wollte jetzt gerade. Ich hab einen Wassereimer dabei. Ich hätte jetzt gerade Opsi abgebaut. Ich hab halt. Das so exzessiv gespielt, dass halt teilweise meine ganzen anderen Games und Freunde und so weiter auch darunter gelitten haben. Ja, ich kenne das. Und dementsprechend wollte ich das halt eigentlich so einstellen, dass ich halt nicht, also dass ich das halt eventuell nicht mehr. Okay, cool. Ich habe echt einen Grafikfehler. Was? Warum hast du einen Grafikfehler? Wie zeigt er sich denn? Oh, schön. Ich liebe diese. Das Resource Pack macht die Blätter viel schöner. Oh. Ey. Wirklich. Warte, der Grafikfehler zeigt sich. Ich zeig mir per Discord. Ich meine, die Zuschauer sehen ihn gerade ja eh. Nee, noch sehe ich es nicht. Aua. Ich bin immer lowlife, jedes verdammte Mal. Siehst du die Bäume hinten? Das ist kein Grafikbug, du hast eine weitere Mod noch mit drauf. Du hast Distance Horizon mit drin. Ganz weit im Hintergrund laden sich schon Sachen teils vor, die du mit einem einzigen Farbbereich siehst, das liegt an der Mod Distance Horizon. Okay, gut. Ich dachte schon. Nein. Die bringt halt natürlich auch noch. Die macht hier und da gerne mal ein paar Probleme, aber an sich, das, was du da siehst, liegt wirklich an der Mod. Okay, gut. Dann nevermind. Vielleicht mag die auch nicht hundertprozentig eingestellt sein. Kann sein. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe die auf Standard bis jetzt gehalten. Die kann man bestimmt noch ein bisschen anpassen. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Wie gesagt, alles gut. Nee, also, ja, ich versuche da halt Varianz reinzubringen.
weil mein ganzer Twitch-Stand war eigentlich nur GTA-RP. Same. Deswegen habe ich übrigens auch in einem Panel extra reingeschrieben, derzeit kein GTA-RP, hofft auch gar nicht drauf. Ja, das Schlimme ist, dass bei mir meine Zuschauer eher durch RP kamen. Ja, aber das haben wir irgendwie, keine Ahnung. Um das Thema aber übrigens gerade nochmal abzurunden, ja, ich bin in dieser Bubble in der LGBTQA+, ich werde Hogwarts Legacy nicht spielen, weil mich dieses ganze Thema einfach nicht interessiert, weil dieses Game mich nicht interessiert, weil ich nichts von diesem Harry Potter Universe mitbekommen habe, jemand gelesen habe oder mich auch nur im entferntesten Sinne interessiert. Du weißt, dass du da gerade ein richtig schwieriges Thema angeschnitten hast. Ich erinnere dich nur, falls du es irgendwie mitbekommen hast, das, was Gronkh abbekommen hat. Ich weiß. Er wird ja gerade komplett gecancelt dadurch, nur weil er meint, er wird es streamen. Ihm ist aber JKR voll egal. Ich weiß. Wobei er wieder zurückrudert hat angeblich und das nicht streamen möchte, aber naja. Wundert mich nicht nach dem, was er da bekommen hat. Also meine Meinung, sage ich ganz ehrlich, Leute, das ist jetzt ein gut gemeinter Rat für alle, die da absolut meinen, das ist transphob und so weiter. Ihr könnt mich meinetwegen auch jetzt flamen in den Kommentaren. Nein, Leute, nur weil er gesagt hat, ihm ist diese Autorin egal, heißt das nicht, dass ihm trans egal ist oder ähnliches egal ist. Das heißt nur, dass ihm dieses Scheißspiel egal ist, weil er das spielt oder streamen möchte, weil er damit Geld verdient. Punkt. Mehr ist das nicht. Man muss... Und ich sage auch ganz ehrlich, will ich was dazu sagen... Lass die Leute einfach streamen, was sie wollen. Und dafür ist das Thema für mich auch beendet. Also. Kurzen Punkt in diesem Thema. Ich hab's mir übrigens auch nicht vorbestellt. Ich werde doch nicht machen, was mir das, was JKA da erzählt hat, keine Frage. Du brauchst Federn, ne? Ich habe Federn gefunden. Was Jack Herr gesagt hat, no way, will ich in keinster Weise irgendwie verharmlosen oder sagen, wie auch immer. Was ich aber interessant finde, ist, ich meine, sie wollen es boykottieren, weil alles, was in ihrem Universum nun mal war, ist halt dadurch jetzt richtig scheiße. Eine Frage. Aber... meinst du nicht, die hat ihre Kohle schon gekriegt? Die müssen sich doch sowieso die Scheißlizenz holen, damit sie über dieses Universum irgendwas machen. Sie hat das Copyright da drauf. Und weißt du, was das ist? Die wird doch schon safe ihre Kohle gefressen haben. Der Einzige, der da meiner Meinung nach, so denke ich jetzt, dann noch drunter leidet, ist der Publisher/Entwickler. Weil die nur noch da wollen das Geld, was sie vielleicht irgendwie zahlen mussten, damit sie damit die darüber ein Spiel machen durften, irgendwie wieder reinbekommen. Weil sie wird ihre Kohle bekommen haben. Sie wird safe ihre Kohle bekommen haben. Zum einen, ja. Ich will da gerade noch was andeuten oder anmerken. Mit diesem Boykott, wie du es gerade genannt hast, hat es ja sehr gut geklappt. Sorry, wenn der ironische Unterton kommt. Aber trotz diesem Boykott aus allen Lagern ist es in mehreren Game-Charts auf Platz 1 gelandet. So viel nochmal zu Boykott. Und es werden sich Leute nicht kaufen deswegen. Funktioniert. Ich will jetzt auch in keinster Weise, bevor die Leute das jetzt denken, damit meinen, dass ich für transphobe Sachen bin. Im Leben nicht. Ich hab so eine Erziehung genossen, dass für mich ist es in der Richtung egal, ob die Person jetzt schwul, lesbisch, trans ist oder was. Es ist für mich eine Person. Natürlich bin ich kein Fan davon, wenn jetzt irgendjemand sagt, irgendwelche transphoben Sachen sagt, irgendwelche grundsätzlich gegen irgendwas. Ich sag ja auch nicht das, was J.K. Rowling da gesagt hat, dass das super ist. Ich verstehe auch nicht, warum sie so tickt. Ich verstehe es nicht. Das Lustige ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, sie hat ja
nie wirklich offiziell was Transphobes oder Transfeindliches. Sie soll aber in irgendwelchen Kampagnen oder irgendwelche Sachen gespendet haben in der Richtung, was dagegen sein soll, heißt es. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann, also wenn das wirklich so ist, ich informiere mich da gerne nochmal drüber, korrigiert mich. Wenn das wirklich so ist, dann tut's mir leid, aber das ist eine ganz normale Geschichte. Wir die Sache. Ja zum Beispiel in eine Kampagne investiert haben, wo es hieß, Schutz von Frauen in der Umkleide gegenüber Männern. Also quasi, wenn du so möchtest, Penis raus aus der Umkleide. Was ich nur halt einfach in keiner Weise irgendwie verstehe. Und verstehe, da kann man mir gerne was dazu sagen, keine Frage. Aber was kann das verdammte Harry Potter-Universum darüber, nur weil sie das, dieses Universum geschrieben hat? Die Geschichten selber sind ja gar nicht mal schlecht, auch alles darauf. Aber was kann denn jetzt an sich das komplette Harry Potter-Universum dafür, weil sie so dumm ist und so solche Aussagen bringt? Ich verstehe es nicht. Oder willst du jetzt grundsätzlich, wenn irgendwie, und versteht mich da bitte nicht falsch, aber es gab ja von vielen schon irgendwelche umstrittenen Sachen. Willst du alles boykottieren, wenn du von irgendjemand irgendwas Falsches hörst? No way, es ist, als wäre jeder Autor, jeder Schauspieler oder whatever frei von irgendwas. Und nein, wie gesagt, ich stehe nicht hinter dem, was sie sagte. Aber verdammt nochmal, was hat denn das ganze Universum damit zu tun? Jeder, sagen wir mal, in den 2000ern Geborene ist damit aufgewachsen. Soll ich dir übrigens mal einen ganz großen Witz erzählen? Wenn du so möchtest, also wenn du wirklich suchst, wirst du überall irgendetwas gegen irgendwas finden. Eben. Ich wette dir auch, dass wenn du die komplette Herr der Ringe... Ach, du meinst, dass Tolkien da auch irgendwas hat? Da würde mich nicht wundern. Nein. Egal, was du durchsuchst, du wirst überall Scheiße finden, die dir anstößt. Sei es eine Formulierung, sei es irgendein Satz, sei es irgendwas, was dir... hallo? Die Sache ist, ich bin nicht transphob oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie oft ich mich noch rechtfertigen soll, dass ich nicht das zustimme, was sie sagt. Aber was hat ein Universum damit zu tun? Nur weil sie es erfunden hat und sie so gesehen eine Transphobe sein soll? Wie gesagt, ich finde es auch einfach nur schwachsinnig, weil die Figuren aus Harry Potter etc. können sie dafür. Soweit ich weiß, aber gehört habe, haben sich wohl schon einige Schauspieler aus den Filmen schon sogar davon distanziert. Ich weiß noch nicht wer. Ja gut, ich meine, die haben halt auch ihre Kohle bekommen. Ah, ganz ehrlich, ich verstehe es halt einfach. Aber es bringt grundsätzlich nicht, ist es zu boykottieren. Verfickt nochmal, die Frau hat ihre Kohle für dieses Spiel schon lange bekommen. Als wäre ein Autor nicht darauf hinaus, es ist mir egal, wie das Spiel Umsatz macht, ich will Summe XY haben. Richtig. Die Publisher-Entwickler wollen doch lediglich nur noch dieses Geld, was sie... Als Minus, weil sie haben damit ja aktuell ja noch ein Minus, außer vielleicht die Vorbesteller schon. Aber ich weiß nicht, was sie als Kohle will oder wollte. Aber die wird doch schon verdammt nochmal ihre Kohle bekommen haben. Wenn du dir heutzutage das Spiel kaufst, unterstützt du sie nicht, weil das Geld wird sie nicht mehr kriegen. Vielleicht anteilig. Meinst du, dass es noch vielleicht so ist? Ja, ich denke schon, dass sie vielleicht so irgendwie einen Deal rausgehandelt hat, Entschuldigung, dass sie anteilig gesehen halt irgendwas davon bekommt. Meinetwegen irgendwie 10% oder 5% der Monatseinnahmen, I don't know, ich bin nicht dahinter. Jetzt zieh ich ins Haus. Aber ja, ich höre dir zu. Aber ich denke, dass da irgendwas gehandelt worden ist. Oder sie hat halt gesagt, ja, nur ihr habt die Lizenz für Summe X und mit dieser Summe X bin ich zufrieden. Ihr könnt dann euer Geld damit machen und alles weitere reden wir dann in einem Jahr, in zwei Jahren, je nachdem wie erfolgreich. Aber das Universum kann
Sie hat's zwar erfunden, aber verdammt nochmal, jeder von uns ist doch damit aufgewachsen. Und es ist doch eigentlich ein Ver- aber viele.